So, gerade wieder zurück in Talon. Noch Menschling neu? Auch sterben gleich. Jetzt wissen wir, was mit ihrem Kutscher passiert ist. Mein Atem geht ruhig. Das bin ich. Zeritus. Na klar. Ein Schwert, ein Wort. Damit ist auch hier wieder der Weg soweit frei. Gut, dann wisst ihr ja jetzt, dass man anscheinend hier direkt neben der guten Dame, die hier irgendwo liegt, dort nämlich, den Kutscher hier hätte finden können. War mir jedoch leider nicht aufgefallen. Und hätte man ihr wahrscheinlich dann selbst geleitet oder so anbieten können. Vermute ich mal. Aber dann wisst ihr zumindest Bescheid, wie man das Problem lösen kann, ohne dass die Mission schief geht. Aber ich sag mal, dafür ist jetzt auch zu viel passiert, als dass man deshalb nochmal sozusagen zurückspringt und sagt, hey, lassen wir doch die Sachen Sachen sein und nehmen halt hin, dass eine Mission verloren gegangen ist. Schließlich können wir ja auch nicht alles gewinnen. Einziges Problem hier bei Talon ist, wie ihr ja schon gesehen habt, wird man relativ weit außerhalb erst ins Getümmel sich stürzen können. Aber naja. Jetzt erstmal kurz hier die Plünderwaren und so verkaufen. Und das Krams, was man halt noch vergessen hatte, aus dem Gepäck zu werfen.
Dann können wir jetzt auch die Stadtwache dazu bringen, dass wir aufbrechen können. Ah, ihr seid zurück. Seid ihr nun bereit für den Kampf? Wegen der Goblin-Überfälle, die Talon plagen. Habt ihr Neuigkeiten? Ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte den Stadtrat umstimmen. Wahrhaftig? Das sind in der Tat gute Neuigkeiten. Wir sollten so schnell wie möglich auf den Weg machen. Ihr werdet die Führung übernehmen. Wir sind bereit. Oder wollt ihr euch nochmal ausrüsten, bevor wir aufbrechen? Ich bin bereit, lasst uns aufbrechen. Also gut, zeigt uns den Weg. Schön, dann geht's wenigstens digital direkt weiter. Da seid ihr ja. Meine Männer haben schon ihre Stellungen eingenommen. Wir werden den nördlichen Zugang blockieren und ihr treibt sie von Süden in unsere Arme. Aber da gibt es noch eine Kleinigkeit, über die ich mit euch sprechen wollte. Das ist alles, was ihr habt auftreiben können? Eine Handvoll Soldaten der Stadtwache soll ausreichen, um den Oger und seine Gefolgschaft zu erledigen? Dieser Elf hier behauptet, euch zu kennen und will mit uns gegen die Oger ins Feld ziehen. Normalerweise bin ich ja über jede Hilfe dankbar, aber seine Anmaßungen könnten die Kampfmoral meiner Männer schaden. An Koron, eure Rache gilt dem Oger, nicht den Menschen. Da habt ihr wohl recht. Es tut mir leid, dass ich euren Mut und den eurer Mengen in Frage gestellt habe, Hauptmann. Es wird mir eine Ehre sein, an eurer Seite zu kämpfen. Entschuldigung angenommen, an Koron. Lasst uns unsere Kräfte nicht mit dummen Streitigkeiten verschwenden. Der wahre Feind wartet dort unten auf uns. Dann wäre ja alles besprochen zum Angriff. So, jetzt aber der Cut und die Schlacht nehmen wir dann ein anderes Mal.